Ja, hallo, hier ist wieder Thomas von TomTomTom Games und ihr seid mit dabei in der 10. Folge unseres Let's Play zu Bundesliga Manager Professional. In der 9. Folge haben wir ja bereits den Aufstieg in die zweite Liga geschafft, beziehungsweise klar war es schon am Ende der 8. Folge, aber in der 9. Folge haben wir dann die letzten Spiele noch gespielt. Wir sind jetzt am ersten Spieltag in der zweiten Bundesliga. Und jetzt geht es natürlich vor allen Dingen darum, die Finanzen mal einigermaßen in den Griff zu kriegen. Das war ja schon in der Amateur-Oberliga unser größtes Problem. Wir haben ein bisschen zu knapsen gehabt. Die Werbeeinnahmen waren natürlich nicht allzu hoch. Und die Kosten für das Trainingslager schlugen mit mindestens 200.000 D-Mark pro Woche schon ziemlich ins Kontor. Jetzt haben wir nach dem Aufstieg im Moment einen Kontostand von 853.000 D-Mark. Diese kommen vor allen Dingen dadurch zustande, dass wir eine Prämie bekommen haben für den Aufstieg in Höhe von 850, nee, von 800.000 D-Mark, wenn ich es richtig im Kopf habe. 50.000 Euro waren noch übrig aus dem letzten Jahr. Wir haben allerdings auch einige Baustellen. Zum einen haben wir ein viel zu kleines Stadion. In der letzten Saison haben wir uns eine kleine Anzeigetafel eingebaut, aber eigentlich hat das Geld nie gereicht, um zum Beispiel die Gesamtkapazität mal anzugehen. Wir haben also im Moment immer noch 12.000 Stehplätze und auch der Zustand und Komfort des Stadions ist natürlich, naja, Amateur-Oberliga-Niveau. Da ist das in Ordnung, jetzt sind wir in der zweiten Bundesliga. Und da ist natürlich die Frage, ob man nicht doch dringend etwas daran tun müsste. Nur womit ist die Frage? Ich denke, wir müssen jetzt mal ein bisschen sehen, was die Sponsorengelder so machen. Spätestens zur Mitte der Saison sollten wir uns dann hier mal dran geben, sonst wird das natürlich nichts mehr. Die Bauzeiten sind natürlich auch recht lang. Also wahrscheinlich immer noch kurz für die. Im Vergleich zu realistischen Bauzeiten, aber eben für unser Spiel betrachtet schon eher lang. Ja, und dann bleibt natürlich auch die Frage, ob wir mit unserem Kader so weitermachen können oder ob wir vielleicht doch auch noch neue Spieler benötigen. Hier müssen wir aber wahrscheinlich die ersten Spiele erstmal abwarten. Wir schauen uns auch den Kader mal an. Wir haben zwei gesperrte Spieler, Bockenfeld und Dering. Bockenfeld war jetzt letzte Saison hauptsächlich immer durch schlechte Benotungen in unseren Zeitungsartikeln aufgetreten. Ist also nicht so schlimm. Dering ist schon eher schade, aber gut, 5 Spiele, das ist ja ein absehbarer Zeitraum. Und wir sind im Mittelfeld ja auch wirklich gut aufgestellt. Da haben wir noch immer genügend Spieler, die dort eingesetzt werden können. Ja, ich würde vorschlagen, wir spielen jetzt erstmal wieder ein bisschen gemäßigter. Wir haben ja in der Amateur-Oberliga im Prinzip ab Mitte der Saison spätestens nur noch offensiv gespielt. Jetzt würde ich eher mal den Mittelweg gehen. Hier mit dieser 3-5-2-Variante. Und dann schauen wir erstmal, wie wir zurechtkommen in der Liga. Wir sollten auf jeden Fall zu Beginn jetzt erstmal ins Trainingslager wieder gehen. Aber es ist weiterhin, denke ich, utopisch, 400.000 D-Mark pro Woche hier für die Sportschule Träne oder auch das Fitnesscenter Krone auszugeben. Da sind wir ratzfatz pleite. Auch wenn es super wäre, natürlich für den Trainingserfolg. Deshalb geht es erstmal wieder in die Kickfelder Mühle. Das ist wahrscheinlich auch eher eine bessere Jugendherberge mit einem Ascheplatz daneben, aber was soll man machen? Da müssen die Spieler auch durch, ist ja kein Zuckerschlecken hier. Ja, unser erstes Spiel in der zweiten Liga wird gegen den SC Freiburg stattfinden und da sieht man schon, das ist ein ausgeglichenes Spiel. Unser Team hat die bessere Form und Freiburg ist ansonsten besser aufgestellt. Ja, also wir sind jetzt nur den Punkt besser, weil wir einen deutlich besseren Formwert hier haben, von 56 zu 48. Das kann also eine heiße Kiste werden. Ja, und ich denke, bevor ich euch jetzt hier totlabere, steigen wir einfach mal ein. Oder wollen wir erst Trikots? Ach so, ja, vielleicht dazu noch. Ihr seht jetzt, gibt es hier Geld, Einnahmen, 92.000 zum Beispiel von der Trikotwerbung. Die kommen zustande, weil wir 2 Jahresverträge hatten in der Amateur-Oberliga. Und die
Und die Sponsoren haben netterweise gesagt, Leute, wir zahlen auch mal weiter, solange ihr das noch da drauf habt. Wird jetzt hier nicht angezeigt, aber wir haben also im Prinzip noch die alten Verträge laufen, können aber jetzt jederzeit ohne irgendwelche Strafen das durch bessere ersetzen. Ich würde aber trotzdem jetzt erstmal ein, zwei Spiele machen, um vielleicht etwas bessere Angebote zu bekommen. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können, wirklich. Hier können wir ja immer schauen. Wir bräuchten jetzt einen Schnitt von 11.958. Also, wenn ein Heimspiel ist, muss ausverkauft sein. Dann könnten wir aktuell unsere Kosten decken. Also machen wir mal ein Spiel gegen SC Freiburg und dann schauen wir uns die möglichen Sponsorenverträge an. Einstellungen sollten alle gemacht sein. Dann sag ich mal, erster Spieltag. Willkommen zum ersten Ligaspiel hier der SV Werder Bremen zu Hause gegen den SC Freiburg. Hier ist auch schon die erste Chance direkt für Werder Bremen. Ja, das war aber eher ein Gekuller. Okay, aber Kohn hat seine erste Chance jetzt vergeben. Dennoch sieht es gut aus. In der 8. Minute schon die zweite Chance für Bremen. Und wieder daneben. Ja, die Chancenverwertung ist nicht die beste, aber man ist jetzt trotzdem gut in die neue Saison gestartet. Hier jetzt ein Ballverlust, das ist ärgerlich. Die Chance für SC Freiburg. Ah, Rollmann rettet. In der 11. Minute jetzt. Das Ganze vor ausverkauftem Haus, 12.000 Zuschauer, das ist gut, denn der SV Werder Bremen steckt tatsächlich etwas in der finanziellen Klemme. Ja, da ist der Elfmeter durch Otten versenkt, verwandelt. Mir fehlen die Worte. Ja, der SV Werder Bremen in einer schwierigen finanziellen Lage. Das ausverkaufte Haus muss also auch sein. Ja, nein. Ach, verstolpert von Sauern. Mensch, hier kommt eine Chance nach der anderen. Ah, der Ausgleich für Freiburg. Das ist ärgerlich. Ja, was soll ich sagen? Jetzt die erste Halbzeit geht zu Ende, 1 zu 1. Das Spiel ausgeglichen, würde ich sagen. Tendenziell etwas mehr Chancen für den SV Werder Bremen, die aber eben nicht genutzt werden konnten. Das wird sicherlich keine guten Bewertungen für Sauer geben, der hier vor allen Dingen diese einwandfreie Chance verstolpert hat vor dem Tor. Wir gehen mal in die zweite Halbzeit und sehen weiter. Und jetzt reingeflankt. Ah, nochmal geklärt von Rollmann, ja. Ja, liebe Zuhörer vor den Radiogeräten, willkommen bei unserem Spiel hier. Gerade Eils mit der ersten gelben Karte in dieser Saison. Jetzt ein Freistoß für den SV Werder Bremen und schön versenkt. Reingezirkelt in die linke obere Ecke. Kohn mit seinem ersten Tor. Mal sehen, ob er an das Ergebnis aus der letzten Saison anknüpfen kann, wo er Zweiter in der Liga wurde, was die Tore angeht. Und wieder ein Gegentreffer von SC Freiburg. Eine letzte Chance für den SC Freiburg in der letzten Minute des Spiels. Nein, jetzt Ballverlust. Chance für Bremen, doch noch zu gewinnen. Aber der Keeper rettet in letzter Minute, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Spiel endet 2 zu 2. Ja, ich sag mal, es hätte schlimmer kommen können, als mit einem Unentschieden auszugehen. Das Team war ja tendenziell auch recht stark. Also das gegnerische Team war auch recht stark und ich glaube, das ist jetzt in Ordnung als erstes Spiel in der zweiten Liga. Gucken wir mal, was bei Sauer so steht. Ja, ich meine, jetzt haben wir auch in Unterzahl am Ende gespielt. Das hatte ich ja dann gar nicht gesagt zwischendurch. Borowka mit seiner gelb-roten Karte ist natürlich recht ärgerlich, gerade im ersten Spiel schon. Jetzt haben wir spielfrei, wahrscheinlich irgendwie ein Europapokalspiel und dann gucken wir mal nach den Sponsoren, die wir da so haben können. Hier zum Beispiel. Wir haben bisher einen Sponsor, der uns 45.133 D-Mark zahlt und jetzt könnten wir 61.000. Ja, das sind ja nicht so viele. Also das hier lohnt, das lohnt ja nicht. Aber hier hinten sind schlechtere. Ah. Ach so, okay. Ja. Also sollten wir ja anfangen mit Verträgen, die wirklich nicht so Bombe sind. Hier können wir den 35.411 D-Mark schweren Vertrag mal durch diesen für 48 ersetzen, oder? Ne, wir hatten einen für über 61.000. Das ist schon mal gut. Und hier nehmen wir mal einen von diesen 48ern. Hier 2 Jahre 48.000. Und hier nochmal so ein schlechter, da machen wir den hier.
Jetzt würde ich erstmal nochmal abwarten. Na, hier ist noch, die sind ja auch extrem schlecht. Was haben wir denn da für Verträge abgeschlossen? Unglaublich. Ich glaube, ich gucke jetzt erstmal, was das bedeutet. Hier, da kann man ja live gucken. Jetzt bräuchte man noch einen Schnitt von 8000. Das ist immer noch eine Menge, denn im Prinzip müssen wir ja von dem Geld, was wir mehr verdienen, in der letzten Saison hatten wir, glaube ich, einen ganz guten Schnitt, aber auch nicht durchgängig 11.000 oder 12.000 Zuschauer. Und von diesem bisschen, was sozusagen über dem benötigten Schnitt liegt, von dem müssen wir ja alles kaufen, von dem ich eben geredet habe. Und das ist natürlich schon, das ist eine harte Sache. Also jetzt, da war ja noch so ein schlechter Vertrag, den würde ich auch noch kündigen. Wenn das geht und durch einen etwas besseren ersetzen. Nee, geht nicht. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir machen mal erstmal weiter. Europapokal haben wir zum Glück im Moment nichts mit zu tun. Das ist bei unserer aktuellen Stärke sicherlich auch gut. Ich gucke mal, ob es neue Verträge gibt. Wahrscheinlich erst nach dem nächsten Spiel. Okay, was haben wir hier? Vielleicht, da haben wir 92.000 für die Trikotwerbung. Und da könnten wir jetzt 125, 136, 136.000 könnten wir bekommen. 198.000. Das wäre ja schon interessanter. 198.000. Mal sehen, ob sich das noch verbessert. Wir sind am zweiten Spieltag. Wir werden jetzt auswärts spielen gegen Nürnberg, gegen FC Nürnberg auch wieder. Oh, sogar stärker als wir. Das wird also ein hartes Spiel werden. Da muss ich mal sehen, ob das was wird. Ja, wir stürzen uns einfach mal ins Getümmel. Wir haben weiterhin hier zwei Gesperrte jetzt, ne? Borowka und. Dafür ist Bockenfeld wieder da. Mal sehen, ob er jetzt diese Saison vielleicht etwas besser dasteht als in der letzten Saison. Ja, der zweite Spieltag wird angefangen. Es wird in Nürnberg gespielt. Der SV Werder Bremen ist zu Gast. Man hört die Fans im Hintergrund jubeln, skandieren. 30 Minuten lang nichts passiert. Und jetzt ein Ballverlust für den SV Werder Bremen. Die Chance für den FC Nürnberg und verwandelt das. Schmerzt die Gäste. Und damit ist die erste Halbzeit auch schon zu Ende. Ziemlich unspektakulär. Also, kann man wirklich sagen. Eine Chance verwandelt, zack, Ende. Ich denke, die Zuschauer sind nicht begeistert. Wahrscheinlich gehen die ersten schon wieder nach Hause. Oder haben sich jetzt einen Nürnberger geholt in der Pause. Ja, die zweite Halbzeit geht irgendwie so weiter. Jetzt gelbe Karte für Reck. Das heißt zumindest, dass der mitspielt. Da haben wir das ja auch mal geklärt. Wir müssen irgendwas tun. Und das heißt, wir werden jetzt mal offensiver. Wir wechseln mal einfach auf eine 3-4-3. Haben Alofs nochmal eingewechselt für den Sturm und gucken mal, ob das hilft. Jetzt erstmal die Chance für Nürnberg. Nein, Ballverlust. Der SV Werder Bremen spielt den Konter. Und ja, klassisch ausgespielt. Das ist der Ausgleich. Kohns zweites Saisontor. Jetzt wieder eine Chance für die Gastgeber. Auch der ist drin, leider. 2 zu 1. Jetzt in der 73. Minute schon wieder eine Chance. Nachschuss. Oh. Oh, was ist das für ein Getümmel da vom Tor? Da hat Reck nicht gut ausgesehen. Tja, 90. Minute, 2 zu 1 für Nürnberg. Nürnberg damit auf den vierten Platz der Tabelle vorgerückt und der SV Werder Bremen auf den 14. Platz abgesunken. Tja, das ist ärgerlich, aber da kann man nichts machen. Man sieht deutlich, hier fehlt es an Stärke, um sich jetzt direkt in der Liga zu behaupten. Das ist natürlich auch normal für einen Aufsteiger, aber es tut halt schon ein bisschen weh. Die Frage ist, haben wir jetzt die guten Angebote verloren oder ist tatsächlich trotzdem was Besseres dazu gekommen? Und jetzt ärgere ich mich doch mal eben ein bisschen, denn das gute Angebot von 198.000 ist natürlich weg. Ja, hier. Da ist nochmal was Gutes dabei jetzt. Okay. Da könnten wir jetzt mal hier diesen, Dreijahresvertrag von KBC noch nehmen. Und da war auch noch ein besserer mit 56. Ja, das ist aber nicht gut genug. Okay.
So, im Moment haben wir damit noch einen benötigten Schnitt von 7.800 Zuschauern. Das ist schon mal gut. Wenn wir jetzt also hinterher noch einen guten Trikotvertrag bekommen, sollten wir damit vielleicht so auf 5.000 Zuschauer runterkommen. Das ist, denke ich, ganz gut. Und da haben wir hoffentlich dann mal ein paar Mittel zur Verfügung, um irgendwie zu investieren. Ja, wir sind jetzt am dritten Spieltag. Es wird auch wieder ein Heimspiel sein gegen St. Pauli. Und die sind ja stark. Oh, das wird kein leichtes Spiel. 64er Stärke. Damit sind die natürlich ganz oben hier in der Liga, ja, was die Stärke angeht. Und wir mit 56, naja. Hatten wir ja gesehen in der letzten Folge eher im unteren Mittelfeld. Ja, wir sehen mal, wie es weitergeht. Ich werde das Spiel einfach mal, werde das mal starten. Ah, ich kann mich da schwer durchringen, aber ich glaube, wir versuchen es doch nochmal mit der offensiveren Taktik. Denn die Spieler sind das ja gewöhnt aus der letzten Saison, das haben wir viel geübt, hier im Training. Vielleicht machen wir auch nochmal bisschen was hier auf den Schuss und sehen mal, ob das irgendwie hilft. Ja, der dritte Spieltag geht los. Vor ausverkauftem Haus ist SV Werder Bremen als Gastgeber hier. Am Start FC St. Pauli heißt der heutige Gegner und die erste Halbzeit ist fast ereignislos vorübergegangen, abgesehen von diesem furchtbar vertretenen Elfmeter von Kohn. Ja, ich glaube, der hat jetzt einen dringenden Termin beim Augenarzt, so sah das jedenfalls aus. Sehr bitter. Außerdem kullerte der Ball ja eher am Tor vorbei, wenn er nicht ordentlich geschossen hätte. Ja, da muss natürlich was passieren. 0:0, erste Halbzeit, überhaupt keine Chancen außer diesem Elfmeter, den man dann nicht verwandelt. So kann es nicht weitergehen. So will man auch in der zweiten Liga nichts. Die zweite Halbzeit hat begonnen. So, jetzt eine Chance für St. Pauli. Zum Glück nichts draus geworden. Ah, das ist ein schwerfälliges Spiel hier. Da passiert nichts. Ja, jetzt rote Karte Bockenfeld. Ja. Jetzt sind wir auch noch in Unterzahl. Ich stelle mal hier in der Abwehr ein bisschen enger und würde sagen, wir wechseln den Kohn mal aus. Das war ja heute eh nichts. Und wechseln Windenrufer ein. Hoffentlich kann der Neuseeländer, ist es glaube ich, kann der Neuseeländer uns hier heute retten. So. Da ist die Chance für uns aus einer Standardsituation heraus, aber leider nichts draus geworden. Aber Windenrufer war es mit der Chance. Jetzt eine Chance für St. Pauli, richtig weit nach vorne geschlagen, dann schön abgenommen den Ball, aber gerettet durch Rollmann ist es heute, glaube ich. Jetzt nochmal ein Elfmeter. Und auch den daneben. Zwei Elfmeter in einem Spiel vergeben. Ja, da darf man auch nicht gewinnen. Dann muss das 0:0 ausgehen, wenn man so spielt. Das ist ja für zweite Liga nicht angebracht. Das war wieder irgendwie Amateuroberliga. Ja, das ist bitter. 14. Platz im Moment. Es könnte schlimmer aussehen, aber so richtig toll ist das auch nicht. Sieht man schon, der Sportredakteur hatte auch keine Lust, irgendwas dazu zu schreiben. Gab ja auch nichts wirklich. Man hätte jetzt natürlich noch einen Absatz schreiben können darüber, wie furchtbar die Chancenauswertung der Elfmeter war. Denn das ist ja nun wirklich bitter. Ja, und dann auch noch Bockenfeld mit seiner roten Karte. Das ist natürlich wirklich unnötig und schwächt das eigene Team. Okay, wir haben jetzt ungefähr 100.000 wieder dazu bekommen. Das stimmt nicht ganz. 70.000 ungefähr dazu bekommen in der Zeit. Als Plus. Denn wir hatten ja 200.000 bezahlt fürs Trainingslager und müssen das auch wieder machen. Wir brauchen wirklich das Trainingslager jetzt, um Stärke aufzubauen und hier in der Liga irgendwie bestehen zu können. Nur nach solchen Spielen brauchen wir natürlich auch nicht nach neuen Sponsorenverträgen zu gucken, denn die werden wahrscheinlich nicht so Bombe sein. Ich tue es natürlich trotzdem. Man soll ja immer das machen, was sich irgendwie nicht erschließt. Ja. Also richtig berauschend ist das alles nicht. 142.000 könnten wir machen. Aber wir sind jung und brauchen das Geld. Also wir nehmen jetzt den Vertrag an. Und jetzt gucken wir, ob wir hier noch was Besseres als 45.000 finden. 46.000. Ja, das ist. Da können wir es lieber laufen lassen. Okay, jetzt haben wir 496.000 D-Mark Einnahmen und bräuchten noch einen Schnitt von 5.391 Zuschauern. Die Frage ist, jetzt sind wir ja in der zweiten Liga
ob die Zuschauer nicht auch bereit wären, vielleicht 14 D-Mark zu bezahlen für einen Eintritt. Dann bräuchten wir sogar nur noch 5000 Zuschauer. Jetzt ist die, müssen wir mal beobachten beim nächsten Spiel, wie es da so aussieht. Ein Spiel, denke ich, werden wir gleich noch schaffen. Dann ist unsere Runde für heute auch schon vorbei. Dann haben wir also 4 Spieltage geschafft. Das ist nicht die Welt. Aber okay. Erstmal haben wir Europapokal und ach, jetzt müsste eigentlich erstmal der DFB-Pokal. Ne, 4. Spieltag. Kommt der DFB-Pokal erst danach. Da hatten wir ja als ein Amateur, Verein aus der Amateur-Oberliga zugewiesen bekommen, zugelost bekommen, den VfB Leipzig. Leipzig. Ich habe aber heute etwas Probleme mit der Sprache wieder. Ja gut. Also einen Spieltag schaffen wir noch. Jetzt gegen die Stuttgarter Kickers. Die sind auch sehr stark im Moment auf dem 2. Platz. Und hier sieht man es. Die haben vor allen Dingen. Wo haben sie denn ihre Stärke eigentlich? Wie ist das aufgebaut? Weiß keiner. Kondition ist das, glaube ich. Und Taktik. Ich glaube, Kondition, Taktik, Form. Naja, gut. Also die sind auf jeden Fall. Bis auf die Form besser als der SV Werder Bremen hier. Mal sehen, wie desaströs das Spiel wird. Aufstellung ist gemacht. Super. Los geht's. Der 4. Spieltag hier bei den Stuttgarter Kickers. Direkt ein Ballverlust von Bremen und das erste Tor für die Kickers durch einen schnellen Konter, der aus diesem Ballverlust entstanden ist. Jetzt doppelter Ballverlust, erneute Chance für die Stuttgarter Kickers. Und das 2 zu 0. Das scheint mir ein Desaster für Bremen zu werden. Es waren noch keine 10 Minuten gespielt, da stand es schon 2 zu 0 für die Gastgeber. Jetzt auch noch ein Elfmeter, 3 zu 0. Da wird Dr. Akula nicht sehr erfreut sein in der Kabine gleich. In der Haut der Spieler möchte ich in diesem Falle nicht stecken. Die erste Halbzeit ist um. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit war ganz klar durch die Stuttgarter Kickers geprägt. Überhaupt keine Chancen für den SV Werder Bremen. Das 3 zu 0 bislang ist absolut gerechtfertigt. Man wird natürlich sehen, ob Dr. Akula in der Halbzeitpause seine Spieler so anheizen kann, dass sie doch nochmal zumindest den Anschluss schaffen. Ja, wir lassen uns überraschen. Die zweite Halbzeit beginnt. Und nein, da ist der nächste Elfmeter für die Stuttgarter Kickers, der zum Glück gehalten wurde. Sehr schön. Wir sind jetzt in der 70. Minute. Dr. Akula nimmt die ersten Auswechslungen vor. Kohn wird gegen Alofs ausgewechselt. Hartgen muss raus und Thorsten Legert kommt rein. Mal sehen, ob die frischen Spieler nochmal auch etwas frischen Wind ins Spiel bringen können. Jetzt erstmal wieder eine Chance für die Kickers. Und wieder ein Treffer. 4 zu 0. Ja, da ist die sowieso schon desaströse Tordifferenz der Bremer jetzt absolut im Eimer. 88. Minute. Gibt es wenigstens noch einen Anschlusstreffer? Gibt es noch ein Ehrentor? Da ist er. Ja, super. Immerhin. Legert. Ja, Thorsten Legert verkürzt zumindest nochmal auf 4 zu 1. Auch wenn es wenig tröstlich ist. Der 17. Platz damit für Werder Bremen jetzt hier in der zweiten Bundesliga. Der Aufsteiger ist wieder unten angekommen. Ja, nicht, dass der Aufsteiger jetzt ein Absteiger wird direkt. Aber es ist ja erst der 4. Spieltag. Es gibt noch viel zu holen. Der 5. Spieltag ist gegen Dynamo Dresden, aber das werden wir diese Folge nicht mehr machen. Das ist also das Spiel in der nächsten Folge. Es wird unser Heimspiel sein und wenn wir mal sehen, wie viel Geld danach in der Kasse ist. Ich hoffe, dass wir trotz unserer schlechten Leistung und der Tatsache, dass unser Gegner auch nicht unbedingt im oberen Tabellendrittel ist, trotzdem ausverkauft sein wird, damit wir wirklich auch die Möglichkeit haben, jetzt mal ein bisschen Guthaben aufzubauen. Ja, ansonsten, wir sind gestartet. Es ist nicht gut, aber auch noch kein absoluter Beinbruch. Ich denke, es gibt Potenzial für uns. Wenn wir uns die Stärke anschauen, sind wir auch gut aufgestellt. Im Mittelfeld zum Beispiel zu schwach offensichtlich.
Vielleicht müssen wir unser Training mal mehr aufs Mittelfeld fokussieren. Das könnten wir jetzt noch machen, bevor man das beim nächsten Mal vergisst. Ja, deshalb haben wir auch hier ein bisschen ausgelassen. Gehen wir mal aufs Mittelfeld und hoffen mal, dass das hilft. Ich werde das Spiel mal hier abspeichern, damit wir beim nächsten Mal weitermachen können in der zweiten Liga. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart wieder. Ich hoffe, man konnte mich etwas besser verstehen. Ich hatte heute zum ersten Mal ein neues Mikrofon hier im Einsatz und habe versucht, etwas gegen die Störgeräusche, die ich festgestellt hatte, in den alten Folgen zu tun. Ja, und hoffe, das war für euch ein etwas größerer Hörgenuss damit, ohne diese Störgeräusche. Ja, wie gesagt, ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal dabei. Denkt dran, abonniert mich, wenn es euch gefällt. Und dann sage ich mal Tschüss.